So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Is It Love, Drogo, der Blutlutscher, der Mädelschreck, der Clown der Nation und hast nicht gesehen. So, die kleine Süße ist hier aufgetaucht und ich denke mal, wir wollen sie mal fragen, was sie von uns möchte. Nussbraune Augen, da haben wir es wieder. Ich lege meine Hand auf die Brust, um meinen Herzschlag zu beruhigen, der vor Schreck in die Höhe gestellt ist. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich so aufwachen muss. Als ich endlich meine Ruhe wiederfinden, konzentrierte ich mich auf das kleine Mädchen, das mich mit seinen cooler Augen anstarrt. Sag mal, diese Haarfarbe, wie kommt die zustande? Gefärbt oder eben halt, Mischmasch? Alter, das, oh Gott. Der Teddy ist ja mehr als gruselig. Sie ist wirklich reizend. Ihr Kleid ist schick und ihr Gesicht ähnelt mit der einer Puppe. Ja. Ich bin sofort von ihrer Niedlichkeit eingenommen. Ich hätte ja nie Geschwister. Und jetzt habe ich echt richtig Lust, Zeit mit ihr zu verbringen. Ich habe schon 1000 Ideen, was wir gemeinsam machen können. So wie sie mich ansieht, fühle ich mich aber gleich ein wenig unwohl. Ja, sie ist bestimmt auch eine dieser. Liegt wohl an der Familie. Ja, glaube ich. Ich lächle sie trotzdem an. Ich werde ihr das aber wohl abziehen müssen. So sollte sie nicht vor meinem Bett auftauchen. Nicht zu reden von düster wirkendem Plüschtier, das sie bei sich hat. Genau, das ist so ein Totenkopfhäschen oder so. Gruselig. Ich weiß nicht, ob es an seinen aufgenähten Lächeln oder an den leeren großen Augen liegt, aber bei dem Anblick des Tiers läuft es mir kalt den Rücken runter. Wen nicht? Ich werde es wohl ein wenig umnähen, damit es niedlicher aussieht. Bestimmt. Ich wende mich wieder dem Kleinen zu. Seit ich die Augen aufgemacht habe, hat sie noch kein Wort gesagt. Ich versuche es mir mal mit etwas Netten und Einfachem. Hallo, du musst Lori sein. Das kleine Mädchen reagiert nicht. Es sieht mich einfach nur weiter an. Tja, das ist einer von Drogos. Klar, wir alle hier. Drogo hat mich gestern auch ja auf die gleiche Art begrüßt. Vielleicht bin ich ja die komisch ist. Du bist so schön! Oh, nein. Du bist ja so schön! Ja! Oh, danke. Das ist sehr nett von dir. Du bist aber auch sehr niedlich und hübsch. Lori reagiert nicht drauf. Auf das Kompliment. Sie scheint aber über meine Worte nachzudenken. Ja. Muss sie erstmal besetzen. Für ein Kind ihres Alters ist das ziemlich ungewöhnlich. Normalerweise wollen sie alle im Mittelpunkt stehen, die Aufmerksamkeit soll an sich ziehen. Wirst du dich um mich kümmern? Ja! Und du wirst sehen, wir werden uns prächtig amüsieren. Du bist also die neue Lucy? Ich habe Lucy sehr gemocht. Sie hatte schöne Haare, so wie du. Am Anfang war sie sehr nett, aber nachdem sie... Nikolai unterbricht Lori. Lori. Achso, als die Tür zu meinem Zimmer aufstößt. Aha. Ey, was geht hier vor sich? Die kleine Lori rührt sich nicht von der Stelle. Ist nicht schlimm. Zumindest bin ich heute Morgen dadurch nicht zu spät. Lori muss lernen, die Privatsphäre von uns ist zu respektieren. Aber wie du siehst, arbeiten wir noch dran. Lori beachtet ihren Bruder gar nicht und richtet ihre ganze Aufmerksamkeit nur auf mich. Ich zucke mit den Schultern und bleibe gelassen. Na, in jedem Fall scheint sie sich für mich zu interessieren. Das ist doch schon mal ziemlich cool, oder? Das kann man durchaus sagen. Na komm, Lori. Lass Sahne und Trüffelchen erst einmal am Bett auskommen und frisch machen. Wir schauen, was es gibt zum Frühstück. Die Kleine rennt wie der Blitz aus dem Zimmer. Nikolai sieht mich unschuldig an. Ja, ich weiß schon, was es zum Frühstück gibt. Das... Was? Ey, ernsthaft? Was? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab doch neue Punkte gekriegt. Ja, kein Wunder, dass die Spiele immer nicht so gut funktionieren. Minigame. Nee. Spielen. Bing. Mehr gewinnen. Bing. Mehr gewinnen. Bing. Mehr gewinnen.
Bing. Yay! Okay. Ja, wir wollen uns 30 extra Punkte für Video anschauen. Warte, am Link geht los. Warte. So. Diese erneute Störung ist mir so unangenehm. Macht dir keinen Kopf. Gib mir eine halbe Stunde, ich komme zu euch. Sehr gut. Ja. Ich warte, bis die Tür wieder hinter sich geschlossen hat, als ich alleine bin. Stehe ich sofort auf. Ja, weil jetzt sind wir jetzt wach, ne? Danach gehe ich ins Bad und mache mich frisch. Ich würde mal gerne wissen, wie wir aussehen. Und in der Dusche denke ich mir meine Situation nach Lori weg. So als ob sie ein charmantes. charmantes Mädchen ist. Sie kommt halt nur aus einer bizarren Familie, genau. Da die Uni erst in 2 Tagen beginnt, habe ich noch ein bisschen Zeit, mit ihr Bekanntschaft zu schließen. Das wird witzig. Ich frage mich, wie der Rest der Familie ist. Ich kann es kaum erwarten, die anderen zu treffen. Je später ich sie kennenlerne, desto besser, ja, genau. Ganz klar, so beknackt wie wir sind. Nach der letztlichen angenehmen Nacht bin ich zunächst einmal erleichtert. Ich stelle fest, dass Lori und Nikolai den ersten Eindruck dann doch recht positiv gestalten. Drogo schwirrt mir aber weiter durch den Kopf. Seine Gleichgültigkeit, seine dunkle Aura und sein aggressiver Blick. Ich bin gleich schon wieder genervt. Wenn nicht. Dieser Typ scheint in mir die schlafenden bösen Geister zu wecken. Ich bemühe mich, sie schnell wieder aus meinen Gedanken zu vertreiben, aus meinem Gehirn raus. Ich will nicht an ihn denken. Und erst recht nicht über meine Emotionen, ihn betreffend nachdenkend. Okay, lass mal lieber bleiben. Hör mal auf, über ihn zu reden jetzt. Eines ist sicher, er hat es hingekriegt, meine Aufmerksamkeit zu regen. Ob das nur gut oder schlecht ist. Jetzt ist es vorbei. So ein Scheiß. Es nervt einfach, ne? Weil man hat das Gefühl, ja klar, ich könnte mir Energiedinger kaufen, bla bla bla. Aber es ist immer total nervig, weil da kommen solche kurzen Aufnahmen raus. Und das ist dann echt ein bisschen schade. Also spielen wir morgen weiter und die Aufnahme wird dann auch wieder nicht lang. Und dann wird es 10 Jahre dauern, bis wir das Spiel durchgespielt haben. Aber nun gut, meine lieben Leute, das war's wieder für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, Leute. Ciao, ciao.